Herzlich willkommen bei CSR Automotive. Das Auto kennt ihr bereits. Wir haben schon wieder bei uns in der Werkstatt, denn wir haben jetzt die Seitenschilder fertig und auch die Scheinwerferbrillen hier vorne. Und das beide tun wir jetzt heute noch nachrüsten, weil auch hier zeige ich euch wieder, wie man das Ganze am besten montiert. Auch im Schweller ist es wichtig, natürlich eine perfekte Haftung zu generieren, um den Untergrund bestmöglich vorzubereiten. Ich habe jetzt hier noch zusätzlich im Innenbereich den Schweller angeschliffen mit einem groben Schleifpapier, dass man hier noch einen richtig schönen Haftgrund herstellt. Gegebenenfalls auch nochmal ein bisschen reinigen, damit das Ganze natürlich auch staubfrei ist und der Kleber perfekt haften kann. Ich nehme jetzt hier zuerst einen ganz normalen Glasreiniger und dann im Anschluss auch nochmal das Silikonentferner. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier ein optimales Schliffbild, dass wir die Haftung später für den Kleber haben und das Ganze ist perfekt gereinigt. Wie ihr seht, war das Ganze easy going. Wir lassen jetzt natürlich das Tape über Nacht noch dran. Die richtige Aushärtung vom Kleber findet erst 24 Stunden nach Applikation statt. Wichtig ist, lasst ihn wirklich über Nacht stehen. Am nächsten Tag könnt ihr das Klebeband entfernen und ihr könnt auch schon mitfahren. Aber wie gesagt, beachtet bitte die 24 Stunden Klebedauer, damit wir hier vollständige Aushärtung erreichen. Wir machen jetzt noch weiter mit den Scheinwerferblenden und dann haben wir es auch schon geschafft. Jetzt geht es weiter mit den Scheinwerferblenden. Als erstes tun wir hier natürlich auch nochmal die Passform kontrollieren. Wir setzen dann einfach mal dran, wie er später sitzen muss. Und kontrolliere, ob das alles sauber stimmig ist. Passt, sieht super aus. Dann beginnen wir zunächst auch wieder mit der Reinigung, damit der Kleber natürlich auch vollkommen eine passende Fläche hat. Dafür ist hier ein kleines Reinigungspad mitgeliefert. Mit dem gehen wir direkt über die Klebefläche drüber. Dann habe ich hier danach natürlich eine komplett fettfreie Oberfläche. Auch wichtig, dass ihr ihn gleich so gut wie möglich richtig positioniert, weil das Klebeband backt wie die Sau und wir haben eine aktive Chance, das Ganze dann nochmal neu zu positionieren. So, das sieht sauber aus. Und dann einmal richtig schön fest andrücken und dann hebt das Ganze auch schon bombenfest. Aber auch hier haben wir eine gewisse Härtezeit, bis der Kleber komplett reagiert, sind wir auch so im 24-Stunden-Bereich und dann sind wir aber auf jeden Fall auch immer sicher. Das heißt, das Ganze auch über Nacht draufsetzen lassen und dann können wir am nächsten Tag direkt wieder Vollgas geben. Machen wir noch die andere Seite. Die Scheinwerferblende sind auch im Hand und Dreh jetzt montiert gewesen. Ihr seht, das ist komplett kindereinfach, das Ganze. Man kann das natürlich auch alleine durchführen. Das Fahrzeug ist jetzt komplett fertig. Wir haben das komplette Portfolio auch, was wir für das Fahrzeug anbieten, jetzt hier montiert. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch hier. Liked und teilt das Ganze natürlich gerne in die Welt hinaus. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!